Hallo, meine lieben Märchenfreunde. Schön, dass ihr wieder hereinschaut. Heute habe ich eine Geschichte aus Deutschland für euch. Die handelt von Glück und Verstand. Doch vorher, wie immer, ein Schluck Märchenerzähltee und dann geht es auch gleich los. Glück und Verstand zum 5. Januar. Glück und Verstand gingen einmal zusammen auf Reisen, um sich die Welt zu besehen und ihre Gaben unter die Menschen auszuteilen. Wem ich helfe, dem gelingt's, sagte der Verstand. Das kommt noch auf die Probe an, meinte das Glück. Da fanden sie am Wege einen Schäferjungen, der lag da und schlief. Wie wär's, wenn wir mit dem einen Versuch machten, sagte das Glück. Fang du an. Der Verstand war gleich dabei und fuhr, wie er ging und stand, in den Jungen hinein. Als der erwachte, rieb er sich die Augen und dachte, »Ei, was soll ich hier immer die Schafe hüten? Ich will mein Glück in der Stadt versuchen.« Er sprang auf, ließ seine Schafe Schafe sein und wanderte in die Stadt. Hier fand er nach längerem Suchen und Fragen dann auch eine Stelle bei einem reichen Goldschmied und Uhrmacher. Der hielt sich Kutschen und Reitpferde und brauchte gerade einen Stallknecht. Die neue Herrschaft fand großes Wohlgefallen an ihm, denn er ging sehr geschickt mit den Pferden um und pflegte sie so gut, dass sie bald die schönsten in der ganzen Stadt waren. Aber es dauerte nicht lange, da war ihm die Arbeit im Stall nicht mehr genug. Darum schlüpfte er mittags, wenn Meister und Gesellen zu Tisch gingen, heimlich in die Werkstatt und bastelte an den Uhren. Die Gesellen merkten das bald und sprachen zum Meister. »Es muss jemand, während wir essen, in die Werkstatt kommen und an den Uhren weiterarbeiten, aber viel besser, als wir es gemacht hätten.« »Dem will ich bald auf die Spur kommen«, sagte der Meister. Und als die Gesellen wieder bei Tisch waren, stellte er sich heimlich von draußen ans Fenster und guckte in die Werkstatt. Auf einmal sah er seinen Stallknecht, wie er eine Uhr vornahm und ausbesserte und dann wieder eine und wieder eine und flink ihm das von der Hand ging. Nach einer Weile konnte der Meister sich nicht mehr halten, öffnete die Tür und rief, »Also du bist der große Meister, du gehörst nicht in den Stall und sollst von heute mein erster Geselle sein«, stellte ihm einen Gesellenbrief aus und setzte ihn über die ganze Werkstatt. Alle Arbeit musste er vorher beschauen, und dann erst kam sie zu den anderen Gesellen. Er selber machte bald so kunstvolle Uhren, dass alle Welt sich darüber verwunderte. Nun hatte der König in der Stadt eine Singuhr, die hatte 24 Lieder in sich, und wenn die Uhr ein Lied sang, verjüngte sich der König. Eines schönen Tages aber machte es Schnurr, und das Räderwerk stand still und war nicht wieder in Bewegung zu setzen. Da ließ der König ausrufen, wer ihm die Singuhr wieder in Gang brächte. Dem gebe er zur Belohnung 5000 Gulden. Wer es aber unternehme und nicht damit fertig würde, dem koste es das Leben. Da fand sich lange kein Uhrmacher, weder Meister noch Geselle im ganzen Reiche, der sich daran wagte. Als es aber der Schäferjunge hörte, ging er sogleich zum König und bat um die Uhr, er wolle sie ausbessern. Der König schüttelte den Kopf und sprach, »Junge, Junge, das kannst du nicht. Es kostet dich dein Leben. Keiner von den vielen Meistern hat sich getraut. Und du willst es besser verstehen?« Aber der Junge sagte voll Zuversicht, »Es wird mir schon gelingen, und ich fürchte nicht für mein Leben.« Da ließ der König die Uhr herbeibringen, und der Junge nahm gleich sein Werkzeug, zerlegte sie, feilte und verbesserte, setzte sie wieder zusammen und als man sie an Ort und Stelle hängte, sang sie noch viel schöner als vordem und der König wurde wieder einige Jahre jünger. Er gab dem Jungen nicht nur 5000 Gulden, sondern behielt ihn auch bei Hofe und machte ihn zu seinem Wirtschafter. Von Tag zu Tag wurde der Junge dem König lieber. Nun hatte der König eine einzige Tochter,
Sie hatte in ihrem Leben nie gelacht und das bekümmerte den Vater sehr. Darum hatte er bestimmt, wer sie zum Lachen brächte, der sollte sie zur Gemahlin haben. Wer es aber versuche, ohne Erfolg zu haben, der solle noch an demselben Tag an den Galgen kommen. Schon viele Freier hatten es unternommen, doch alle hatten den Tod gefunden. Nun wagte es niemand mehr. Als der Schäferjunge davon hörte, dachte er bald an nichts anderes mehr als an die Prinzessin. Und nach einiger Zeit trat er vor den König und sprach: »Ich würde deine Tochter wohl zum Lachen bringen.« »Armer Junge, das kannst du nicht«, sprach der König. »Es wäre schade um dein Leben. Lass ab davon.« Aber der Junge hörte nicht auf zu bitten, bis der König es endlich zuließ. Er begab sich mit einem Minister zur Königstochter, trat ehrerbietig vor sie und fing an zu erzählen. Ein Bildhauer, ein Maler und ein Sprachmeister gingen einmal zusammen auf Wanderschaft. Eines Nachts kamen sie in einen großen Wald. Da fürchteten sie sich vor den wilden Tieren, machten ein Feuer an und verabredeten, dass immer einer für den anderen wachen sollte. Sie losten und da traf es zuerst den Bildhauer, dann den Maler und als letzten den Sprachmeister. Während nun die anderen beiden schliefen, bekam der Bildhauer Langeweile, nahm einen Block und schnitzte daraus ein wunderschönes Frauenbild. Als er damit fertig war, da war auch gerade seine Wache zu Ende. Dann nahm der Maler, der jetzt an der Reihe war, seine Farben und Pinsel und bemalte sie so schön, dass es aussah, als ob sie lebte. Und als er den letzten Pinselstrich daran getan hatte, war auch gerade seine Zeit um. Als nun der Sprachmeister das Mädchen sah, nahm er sie und lehrte sie sprechen. Da erwachten die anderen und es entstand ein Streit unter den dreien um ihr Geschöpf. Wem von den dreien gehört nun die lebendige Jungfrau von Rechts wegen? Niemand weiß das zu beantworten. Da lachte die Königstochter und rief: »Das versteht sich doch von selbst, dem Sprachmeister!« Der Junge freute sich und ging mit dem Minister schnell zum König. Dieser fragte sogleich: »Hat sie gelacht?« »Ja«, sprach der Junge ganz fröhlich. »Nein«, rief der Minister ernst. Da bat der Junge, der König solle einen anderen Minister zu der Prinzessin schicken und sie fragen lassen. Das tat der König. Auch er sprach: »Nein, so schicke noch einen dritten.« Es geschah, doch auch er kam zurück und sprach: »Nein.« »Jetzt kann ich dir nicht helfen«, sagte der König ganz traurig. »Was Gesetz ist, ist Gesetz, und danach musst du den Tod erleiden.« Schon hatte man den Jungen bis zur Richtstätte geführt, da kam just das Glück dazu. Das war bisher allein in der Welt herumgegangen und rief dem Verstand leise zu, dass niemand es hören konnte: »Du hast deine Schuldigkeit getan, jetzt ist es an mir, komm heraus und lass mich hinein.« Kaum war das geschehen, so hörte man Trompetengeschmetter und eine fröhliche Musik, und in einer Kutsche kamen der König und seine Tochter herbeigefahren und hielten ein weißes Tuch hoch, zum Zeichen der Gnade. Denn gerade noch zur rechten Zeit hatte sich alles aufgeklärt. Der König hatte endlich seine Tochter selber gefragt, und weil die Minister so boshaft gelogen hatten, wurden sie anstatt des Jungen gehängt. Dieser aber musste sich nun neben die Königstochter in die Kutsche setzen und er fuhr mit ihr heim. Da wurde eine glänzende Hochzeit gefeiert, die 4 Wochen lang dauerte, und der Junge wurde bald König und das Glück wohnte bei ihm und verließ ihn nicht mehr bis zu seinem Ende. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Wenn euch das Märchen gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt hier unten etwas in die Kommentare und abonniert meinen Kanal. Habt es gut, bis zum nächsten Tag und verliert nie euren Zauber. Thank you.